Wer glaubt, die ARD könne nicht noch tiefer sinken, wird eines Besseren belehrt. So erschien heute ein Hetzartikel in der Tagesschau, in dem behauptet wird, dass über 100 Rechtsextreme für die AfD im Bundestag arbeiten würden. Krasse Schlagzeile, maximale Empörung, alle sind rechts und so weiter. Das kennen wir schon von den Staatsmedien. Aber wenn man mal etwas genauer hinschaut, entdeckt man, wie tief die menschlichen Abgründe der verantwortlichen Redakteure sind. So steht da zum Beispiel, Zitat, Mitarbeiter haben lokale Pegida-Ableger gegründet und Querdenker-Demonstrationen organisiert. Wer sich also in den dunklen Jahren der Corona-Diktatur für Freiheit und körperliche Unversehrtheit eingesetzt hat, ist ein Rechtsextremist laut Tagesschau. Erinnert ihr euch noch daran, wie die Polizei auf Anweisung der Regierung Jugendliche durch Parks gejagt hatte? Als eine ganze Generation von Kindern einen psychischen Schaden davongetragen hat, weil sie ihre Freunde nicht treffen durften? Als ihnen eingeredet wurde, sie würden ihre Oma töten, wenn sie sie sehen? Ich steck dich nicht an, du steckst dich nicht an, dann drück ich dich ans Fest, hurra! Eine ganze Nation wurde unter dem Applaus der Staatsmedien traumatisiert. Es war vor allem die Tagesschau, die alle Menschen, die noch unabhängig denken konnten, verhetzt hatte. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die Polizei hat damals friedliche Demos zerschlagen. Eine ältere Dame ist an ihren Verletzungen gestorben. Es wurden Wasserwerfer in eisiger Kälte aufgefahren. Und ausgerechnet die Helden, die sich damals für Freiheit und körperliche Unversehrtheit eingesetzt haben, sollen jetzt Rechtsextreme sein. Wahnsinn! Wie schäbig kann man sein? Jetzt mal Klartext. Laut Staatsmedien ist man rechtsextrem, wenn man nicht gegen Corona geimpft ist. Oder wenn man die Regierung kritisiert. Oder wenn man die Klimapropaganda ablehnt. Oder wenn man sich für Frieden in der Ukraine einsetzt. Oder wenn man montags spazieren geht. Oder wenn man sagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Oder wenn man sagt, dass Markus Ganserer ein Mann ist. Ich persönlich weiß sehr genau, wer ich bin und was ich bin. Oder wenn man die Antifa als linksextrem bezeichnet. Oder wenn man sich als einzige Partei im Bundestag für die direkte Demokratie einsetzt. Oder wenn man einfach nur pünktlich zur Arbeit geht, heterosexuell ist und eine Familie hat. Die GEZ-Redakteure wissen ganz genau, dass sie sich mit uns an der Regierung einen echten Job suchen müssten. Daher fahren sie mit ihren treuen Kartellmedien, übrigens von uns allen zwangsfinanziert, alle Geschütze auf, um uns zu kriminalisieren. Da sie weder Fakten noch Tatsachen oder die Realität an ihrer Seite haben, versuchen sie es weiterhin mit stumpfem Hass und Hetze gegen alles und jeden, der die Regierung kritisiert und sich für direkte Demokratie oder die Wahrheit einsetzt. Damit machen sie nicht nur alle Abgeordneten, sondern auch die Mitarbeiter der einzigen Oppositionspartei im Bundestag vogelfrei und werfen sie dem linksextremen Mob zum Fraß vor. Ich finde das nicht nur bösartig, sondern auch sehr gefährlich. Jeder, der in irgendeiner Weise der Regierung widerspricht, ist laut Tagesschau rechtsextrem. Die Tagesschau-Redakteure sind keine Demokraten. Sie sind Wegbereiter für eine Diktatur, die versuchen, jede Kritik im Keim zu ersticken. Wehren wir uns gemeinsam dagegen. Lassen wir nicht zu, dass die Regierung und die ARD unser Land zu einem zweiten Nordkorea machen. Das Ziel des Tagesschau-Berichts ist nicht die AfD. Das Ziel ist, jeglichen Widerspruch gegen linksextreme Politik zu unterdrücken. Es gibt nur einen Weg, sich dagegen zu wehren. Schließt euch der größten freiheitlichen Bewegung in Deutschland an. Werdet Mitglied der AfD. Zeigen wir den Feinden von Demokratie und Freiheit gemeinsam die rote Karte. Kämpfen wir für starke Wahlergebnisse der einzigen echten Alternative und sorgen wir für einen AfD-Ministerpräsidenten im Herbst diesen Jahres, damit der Rundfunkstaatsvertrag und die Rundfunkgebühren dann endlich Geschichte sind und den üblen Hetzern von ARD und ZDF die Finanzierung entzogen wird.